Seit 1972 hat die Pistorfer Dorfkirche keinen Kirchturm mehr. Doch in naher Zukunft wird wieder eine prächtige Spitze das Gotteshaus zieren. In zwei Bauabschnitten plant der Bauverein, Kirche zu Pistorf, die aus dem 13. Jahrhundert stammende Kirche, zu sanieren. Der Bauverein kümmert sich seit 2005 um die Kirche und steht nun kurz vor dem Hauptvorhaben, nämlich der vollständigen Restaurierung. Für den ersten Bauabschnitt werden 92.000 Euro, für den zweiten 105.000 Euro benötigt. Auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beteiligt sich an den Sanierungskosten mit rund 5.000 Euro. Im ersten Bauabschnitt wird erst einmal eine neue Kirchturmspitze errichtet. Nachdem in den vergangenen Tagen der Kirchturm eingerüstet wurde, ist der Ringanker des Turmes spätestens Ende der Woche fertiggestellt. Dann geht es in die Höhe. Fast 20 Meter wird die neue Spitze messen. Addiert zu den 35 Metern des vorhandenen Bauwerkes wird der neue Kirchturm schon von Weitem zu sehen sein. Für die vollständige Sanierung des Gotteshaus werden noch weitere 20.000 Euro benötigt. Der Vorstand des Bauvereines gibt sich jedoch zuversichtlich, denn weitere Förderer sind schon vorhanden.